Hallo zusammen, schön, dass ihr den Weg zu mir gefunden habt und ich bin ganz stolz, euch mal wieder etwas niegelnagelneues präsentieren zu dürfen. Und in dem Fall hat Wargaming ein Spiel herausgebracht, beziehungsweise hier noch der Closed Beta Test von World of Tanks Generals. Ihr werdet euch jetzt alle vielleicht fragen, was ist World of Tanks Generals und noch nicht davon gehört. Gibt es da neuen Panzer? Nein, in dem Fall handelt es sich um ein Kartenspiel. Ein Kartenspiel im Sinne von Hearthstone aus dem Hause von Blizzard und dementsprechend hier das Ganze jetzt also mit Panzern. Ich will euch jetzt mal das Tutorial zeigen, dass ihr euch mal ein bisschen was abschauen könnt und euch mal gucken könnt, was euch da so erwartet. Deswegen gehen wir hier in den Gefechtsraum. So, willkommen im Gefechtstutorial. Hallo, freut mich, dass ich da sein darf. Die Dame, vielleicht dem einen oder anderen wird sie bekannt sein. Zumindest schaut sie etwas so aus wie Ola und ich glaube, das ist bewusst so gemacht. Beide Spieler haben ein HQ, also ein Basislager, wichtigste Karte auf dem Schlachtfeld. Mein HQ und das Gegner-HQ. Um das Gefecht zu gewinnen, musst du das HQ des Gegners zerstören, indem du seine SP auf 0 bringst. Seine Schadenspunkte würde ich jetzt mal vermuten. Mein HQ erzeugt zu Anfang jeder Runde eine bestimmte Menge an Ressourcen. Du kannst diese Ressource zum Aufstellen von Karten verwenden. Hier in dem Fall 5 Stück mein Ressourcenwachstum. Das heißt, ich kann hier den T21 setzen und setze ihn hier auf den Brückenkopfquadrat. Rechtsklick öffnet die Ansicht. Schauen wir doch mal rein. Kartenabstellungskosten sind 5, Ressourcenzuwachs eine. In dem Fall handelt es sich um einen mittleren Panzer. Auch die Panzerstufen wiederum haben was zu bedeuten. Die Stärke von dem Panzer ist 3 und die TP, das sind wahrscheinlich die Lebenspunkte, sind 5. Und jetzt mein HQ ist angreifbar. Klicke auf das HQ und wiederum kann ich das Gegner-HQ angreifen. Wir beenden die Runde. Er setzt den T18, schießt direkt auf meins. T21 eben plus 1 für jede Runde. Dementsprechend haben wir jetzt 6, können hier die Arti setzen. Setzen diese nach links und mein T21 rückt weiter vor. Die Arti lassen wir jetzt auf den T18 schießen und unser HQ geht auch noch auf den T18 und jetzt vollenden wir eben für die 3 Stärke. Die TDs können aber aufgrund ihrer Fähigkeit in dem Spiel direkt kontern. Den T21 setzen wir jetzt auch hier rüber und beenden unsererseits die Runde. Der TD kann sofort angreifen. Das gegnerische Lager schießt auf uns. Zerstört ein Jagdpanzer eine Einheit. Wenn er zuerst angreift, kann diese Einheit nicht kontern. Mittlere Panzer können sich diagonal bewegen, das heißt, ich kann hier richtig direkt zum Panzerjäger. Die Arti lassen wir hier auf ihn schießen. Dementsprechend verliert er eins. Und, das sollte man vielleicht etwas genauer zeigen, Angriffsdruck verbessern dein HQ durch Kombination ihrer Angriffswerte. Unterstützung plus 1, das heißt, es gibt Karten, die nicht eben direkt aufs Feld kommen, sondern unterstützend agieren. Das heißt, wird hier drüben platziert und dann plus 1, also jetzt sind wir mittlerweile beim Ressourcenwachstum von 7. Unser HQ lassen wir auf den Panzerjäger schießen und er ist weg. Durch die plus 1 und die 1 ergibt es also sozusagen 2 Angriffspunkte. Beachte, dass die TP dieses Trupps um den Wert seiner Unterstützung verringert wird. Arti ziehen wir hoch. Die andere Arti können wir jetzt dementsprechend hier platzieren.
Mit der greifen wir direkt den Gegner an. Und wieder mal unsere Runde beendet. Der Gegner setzt jetzt einen Schwerenpanzer uns entgegen. Da geht's also gleich richtig zur Sache. Hat der Gegner Schwerpanzer angegriffen, kann er in deiner Runde keinen Gegenangriff machen. Das ist doch mal ganz schön. Das heißt, ich kann jetzt hier auf ihn drauf gehen. Er verliert 3. Bei mittlerer ganzer Karriere. Jetzt entfällt das gegnerische Brückenkopf besessen. Lass dir diese Chance nicht entgehen. Also, das heißt, der Gegner kann jetzt hier seine Karte nicht mehr so ausspielen. Jetzt den MS1 ein leichter Panzer. Und leichte Panzer sind beweglicher als andere Einheiten. Einmal aufgestellt, kann sich ein leichter Panzer in der gleichen Runde ein Feld bewegen. Auch das nutzen wir doch sofort aus. Einheiten können nur einmal jede Runde kontern. Weitere Angriffe der Gegner bleiben für die angreifende Einheit schadlos. Das heißt, dementsprechend haben wir nichts zu befürchten. Wir können hier auf den schweren Panzer draufschießen und unsere Arti finisht den A7V. Jetzt haben wir eine Karte, und zwar der Kamerad. Mit diesem Befehl kannst du eine Überraschungsbewegung mit einer deiner Einheiten ausführen. Bewege deine Zieleinheit ein Feld horizontal oder vertikal. Und Ola sagt es auch, du hast noch Ressourcen übrig. Diese Ressourcen gehen verloren, wenn du diese Runde nicht einsetzt. Verwende jetzt den Befehl Kamerad. Das heißt natürlich aufgrund dessen, bevor wir die Ressourcen verfallen lassen, nutzen wir das Ganze auf den leichten Panzer und ziehen es hier vor. Das heißt, der Gegner kann sozusagen hier nur noch diesen Brückenkopf besetzen, sonst nichts mehr. Und wir greifen direkt an. Und beenden die Runde. Hat ihn gut was gekostet und uns taktisch einen schönen Vorteil gegeben. Es hat einen Hammerschlag. Hammerschlag, direkte Karte, ist eine Karte, die sofort auf das eigene Deck geht. Das HQ von ihm konnte wiederum nur auf den T21 gehen und musste damit die Runde beenden. Meines Zeichens, aufgrund der 8 Ressourcen, die ich habe, kann ich jetzt hier meinen schweren Panzer ins Spiel bringen. Bringt mir auch nochmal 2, das heißt mittlerweile 10 Ressourcenwachstum jede Runde. Und jetzt, dadurch, dass kein Gegner mehr da ist, gehen wir hier volle Kanone auf sein HQ. Jetzt hat er nur noch 5 Struktur. Jetzt macht er unseren T21 natürlich weg. Setzt eine Auskundschafterkarte. So, der Gegner stellt sich zur Verteidigung und hat einen Defensivtrupp aufgestellt. Greife das gegnerische HQ mit deinem MS1 an. Jetzt seht ihr, wenn ich den jetzt angreife, praktisch geht nicht die Struktur des Trainingslagers bzw. des HQs kaputt, sondern geht auf diese Karte eben. Jetzt nehmen wir den Zerquetscher, und der Zerquetscher geht direkt auf das gegnerische Basis oder auf die gegnerische Basis. Dementsprechend waren nur noch 5 Strukturpunkte da. Die haben wir damit weggeholt. Und ja, damit ist das ganze Tutorial abgeschlossen. Ich hoffe, ihr konntet euch einen kleinen Einblick davon machen. Und ich denke, unterm Strich wird es ein nettes Spiel für mal zwischendurch sein. Und eben vielleicht etwas weniger nervenaufreibend als das eine oder andere World of Tanks Match. Zumindest hat man hier eine One-on-One-Situation. Lasst mir doch in den Kommentaren mal eure Meinung dazu. Würde mich sehr freuen. Bis bald, euer Alcaramba.